Willkommen zurück. Es geht weiter mit Little Hope. Wir haben jetzt Halloween-Zeit, die anrückt. Samhain rückt an und umso mehr müssen wir Little Hope definitiv weiterspielen. Das wird jetzt komplett durchgezogen und abgeschlossen. Resident Evil Villages ist gerade durch. Wer Bock auf Horror hat, kann sich gerne die Resident Evil Playlist geben. Die Little Hope Playlist findet ihr unten in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Und kann auch bei 1 anfangen, wer jetzt gerade hier mitten reingeschaltet hat. Wir werden jetzt direkt weitermachen. Die gute Angela ist bereits erledigt worden. Und wir gucken, dass wir weiterkommen. Museum oder sowas. Ist sie da drin? Ruhig. Hier stimmt doch was nicht. Konzentration. Wir werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde. Und die anderen auch. Wenn wir erstmal hier raus sind. Falls sie noch leben. Na, aber viel Vertrauen, ne? Ja, und das Mädchen finden, ne? Ich weiß nicht, ob wir das Mädchen finden wollen. Verloren. Schon komisch. Hat sie was mit Mary zu tun? So muss es sein. Ich weiß nur noch nicht, wie und warum. Pfändungsbescheid. Diese Verfügung wurde vom Stadtrat am 17. Tag des Januars im Jahre 1692 ausgefertigt. Im Ordnen wir hiermit an, das zwei Kaukatae-Land am westlichen Fluss und dem grünen Hügel. Alle Behausungen auf diesem Land müssen geräumt werden. Jegliches Vieh und unleserlich werden beschlagnahmt und als Tilgung für den alten Vertrag. Dies deckt alle. England entstandenen Kosten für Alster sind 20 Pfund, 7 Schilling und 6 Pence und beendet alle. Zwischen den Familien ist es gestattet, gegen diese Verfügung Einspruch zu erheben. Muss jedoch im Rathaus vor dem Stadtrat erscheinen, bis in 7 Tagen. Gezeichnet Edward Rosewell. Ja, auch nett, Pfändungsbescheid, dass das eingerahmt an der Wand hängt. Das ist auch gruselig hier. Zwei Stühle da, diesem. Was weiß ich, was das ist. Erinnert mich ein bisschen an Kirche. Die Hexenprozesse von Neuengland. Na toll. Na gut, warum es hier hängt, das ist ein Museum. Ich fühle gerade auf, was ich die Puppen hier gesehen habe. Ja. So viel zur Aufmerksamkeitsspanne. Hier ist noch eine Tür. Oh, versperrt. Das kommt uns bekannt vor. Amy Lambert. Amy Lambert, die erste Beschuldigte. Amy wurde vom Mädchen Mary Milton der Hexerei beschuldigt, die behauptete, sie hätte gesehen, wie sie auf einem Weidenzweig geflogen sei. Als wären wir da. Als ihr vom Gericht mitgeteilt wurde, dass Amy von Zeugen meilenweit entfernt gesehen wurde, antwortete Mary: Ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten, als würde sie mit jemand sprechen. Und da erkannte ich sie als den Dämon, der in Amys Gestalt zu mir geschickt wurde. Pastor Carver ließ dies in seinen Aufzeichnungen als Geisterbeweis zu. Würde das mal in Phasmophobia funktionieren? Eine Taschenlampe zu schwenken ist hardcore einfach. Das ist das Geschicklichkeitsspiel. Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Kind aus dem 17. Jahrhundert. Schau mal hier.
Das habe ich schon mal gesehen. Wo? Auf der Straße vor dieser abgefuckten Bar. Angela und ich haben es gefunden, bevor uns diese Mary das erste Mal erschreckt hat. Interessant. Meinst du, sie hat uns hergeführt? Damit wir das hier sehen? Lass dich anschauen, Puppe. Aber Professor... Oh, anfassen. Es gibt viele, viele Geschichten über Gegenstände, die von Geistern besessen sind. Klar, in Filmen. Immer mit der Ruhe, ja? Vielleicht ist der Geist von Mary ja an dieses Ding gebunden. Wir verbrennen es. Und dieser ganze Spuk ist vorbei. Boah, ich weiß nicht. Was, wenn die Kleine jetzt richtig sauer auf uns wird, weil wir ihr Spielzeug verbrannt haben? Hast wohl recht. So, Kurs aktualisiert. John überlegte, Marys Puppe zu verbrennen, entschied sich dann aber dagegen. Also ganz ehrlich, genau das hatte ich jetzt auch. Unbehagen. Deswegen... Also, da war noch eine Tür hier. In den Keller gehen, oder? Ah, da ist noch was. Ich, Mary Milton, bestätige die Wahrheit der Bösartigkeit, der ich Zeuge wurde. Vor dem Tag des Sabbats hielt Frau Amy bei der Esche eine Unterredung mit dem schwarzen Samuel, einem Geist in Form eines Hundes, welcher mit der Stimme eines Mannes sprach. Dann drehte sie sich dreimal im Kreis und stimmte zu, dem Geist zu dienen und ihm die Kinder des Dorfes zu bringen. Danach bastelte sie eine Puppe und belegte sie mit einem Fluch, der diejenigen treffen werde, die sich ihr entgegenstellen. Solcherlei und andere garstige Dinge habe ich gesehen. 25. Februar 1962. Simon Carver. Das ist niedergeschrieben, ne, aber... Das Mädchen ist schon ein bösartiges Biest. Interessant wäre ja, wenn manche Beschuldigungen tatsächlich korrekt gewesen wären. Aber das wäre schon wieder schon zu offen. Geheimnis gefunden. Illustration des Gerichtssaals. Nico! Nichts Außergewöhnliches. Das ist der Prozess, den wir auf der Wache gesehen haben. Leute, schauriges Déjà-vu. Stimmt. Und diese Mary, die alle verpetzt hat. Muss das Mädchen sein, das wir sehen. Da gibt es aber bestimmt noch mehr hier. Da geht's nach draußen. Wo ist das kleine Mädchen hin? Führt uns her und verschwindet dann. Vielleicht hat sie es so geplant, uns zur Puppe zu führen. Hat geklappt. Ich weiß nicht recht. Ja, seltsam. Die Puppe alleine kann ich mir auch nicht vorstellen.
Der Akku ist fast leer. Hab doch eh keinen Empfang. Bleib zusammen, ist gut. So ist es denn dunkel. Hörst du das? Weiß nicht. Oh nein. Hab was gehört, glaub ich. Leute? Hallo? Ist da wer? Wir sollten weitergehen. Wo zur Hölle sind die nur? Haben sich wohl auch verirrt. Glaubst du, sie suchen nach uns? Vielleicht. Angela will ganz sicher nicht nach mir suchen. Da wette ich. Sie ist garstig, aber ein guter Mensch. Bist du da sicher? Ja, ich kenne sie schon lange. Länger als ihr. Sie hat eine Menge durchgemacht. Ist aber eine gute. Ja, hast wohl recht. Du sehr vertrauenserweckend aus. Okay. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war es in einem früheren Leben. Er bleibt zusammen, wenn sie jetzt weglatscht die ganze Zeit. Jetzt schon eine Krise. So, zusammenbleiben würde ich gerne. Okay. Ich gehe kurz nochmal zu ihr hin, quatsche mit ihr, suche aber dann draußen noch weiter ab. Da geht's nicht durch. Müssen wir doch klettern. Hey, Taylor, schau mal da. Was ist da? Hier war wohl schon lange keiner mehr. Oh, ja. Ich krieg einen Zehner. Von wegen, hab die Wette nie angenommen. Na gut. Locker. Das krieg ich doch aufgehebelt. Wir können drüber streiten, wer wem den Vortritt lässt. Wir wissen beide, wie das endet. Gut. Geht klar. Ruhig Blut, du Held. Lass die Gruselpuppe leben. Lustig. Komm schon mir nach. Komm, hier lang. Die sehen so echt aus. Gruselig. Was ist? Ich hab... Da war gerade etwas. Gleich wieder raus aus dem Fenster. Wohin willst du? Sicher, dass das klug ist? Ne. Thank you.
Vielleicht bei ihr bleiben sollen, ne? Wo bist du? Alright, besten Dank. Dann mal auf hier hinterher. Taylor? Taylor! Alles okay? Was ist los? Komm schon! Was war das? Was war das? Die Stimmen. Ich habe mich selbst gesehen. Mich selbst angestarrt. Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber sie war ich. Tut mir leid, was passiert ist. Diese Frau, die so aussah wie ich, sie wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Scheiße. Lass uns abhauen. Ja, weg hier. Aber sowas von weg hier. Echt gut aus. Oh. Die Elemente befinden sich weit von ihren angestammten Plätzen. Die gleichartigen Teile sind entrückt. Es ist möglich, alles wieder in die elementare Form zurückzuführen. Eine Linie entsteht durch die Verschiebung eines Punktes. Wir gehen davon aus, dass es sich hier um einen ähnlichen Hintergrund handelt. Körper, Seele und Geist. Monas Hieroglyphika. Die dreifache Magie der ersten Väter. Alright. Kritzelt man einfach mal eine Bibel. Aber ziemlich dünn für die Bibel, ne? Ja, vielleicht das Neue Testament. Director's Cut. Ja. Oh, hier nochmal. Derselbe Bescheid. So, okay, dann wir wissen ja, wo die hin sind. Ja, schau mal einen an. Der Raum war vorhin bei uns mit den anderen zu, bei John und Andrew. Genau, das ist das. Da mal sie raus. Ah ja, gut, wir haben die Tür kaputt gemacht. Und hier ist echt schwierig. Okay. Hey, sieh mal hier. Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Gruselig. Hey, warte, ich hab's. Das ist bestimmt die Puppe, die das Mädchen vorhin hatte. Meinst du? Echt seltsam. Seltsam? Das ist nicht seltsam, sondern ein Albtraum. Ich will hier raus und das so schnell wie möglich. Einverstanden.
Vielleicht haben die auch nochmal vor, dann werden wir das auch nochmal angucken. Nope. Komm schon, da geht's lang. Stand da jemand? Es wirkte so. Nein. Da stand niemand. Oh, hallo. Durchblicken Sie die Lage langsam besser? Das Ding, was immer es ist, verfolgt Angela immer weiter. Unerbittlich. Ich hoffe, es geht ihr gut. Und wieder eine Chance vertan. Dabei wäre eine Waffe für die Gruppe so nützlich. Sie sollten wirklich achtsamer sein. Verdammt. Passen Sie besser auf. Ich kann Ihnen helfen mit einem kleinen Tipp. Gib uns einen Tipp. Nun dann, wie sage ich es? Wir alle haben unsere Dämonen. Sie gehören uns ganz allein. Und sie sind oft aus Reue geboren. Ich gebe Ihnen noch ein paar weise Worte eines großen irischen Dichters mit. Ich traf ihn in Paris, glaube ich. Urteile niemals vorschnell. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Sie ist nur ein Kind. Wir sehen uns später. Ja, das ist ein guter Gedankenanstoß. Glück gehabt. Die anderen können nicht mehr weit sein. Na hoffentlich. Bisher hatten wir heute nämlich nur Pech. Alright. Dann sind wir genau hier am Ende dieser Episode. In der nächsten Episode geht's weiter. Checkt auch die Playlist aus unten in der Beschreibung. Und abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt auf weitere Videos und mitbekommen wollt, wann auch andere Videos neben den Hauptprojekten reinkommen. Würde mich freuen. Ich bin erstmal draußen. Bis zum nächsten Mal.